Franz Gertsch hat hier Patti Smith gemalt, The Godmother of Punk. Eine ziemlich exzentrische Persönlichkeit in der ganzen Musikszene der letzten paar Jahrzehnte. Und auch eine richtige Vertreterin der Frauenrechte. Radikal, unbeugsam, die rauste Stimme auf diesem Planeten. Da sitzt sie und gestikuliert, ganz konzentriert bei sich. Was macht sie da eigentlich? Und warum malt Gertsch sie so groß, als ob sie ein barocker König wäre? Warum ein Foto abmalen? Das Foto ist doch gut genug. Da ist alles drauf, genau so, wie es war. Was kann denn die Malerei mehr, als es die Fotografie kann? Es geht auch nicht nur darum, etwas abzubilden, wie es ist, sondern vielleicht das Unsichtbare in einem Moment sichtbar zu machen. Gertsch schafft es, durch diese intensive Auseinandersetzung, durch die Malerei mit diesem Motiv, diese Ikone der Popkultur zu einer Königin der Kunstgeschichte zu machen. Er war nämlich Fan von Patti Smith. Die war 77 in Köln und hat eine Poetry-Lesung gehalten. Er stand in der ersten Reihe, machte unablässig Fotos von ihr, Blitz an, Klick, Klack. Das machte Patti Smith wahnsinnig. Sie nahm ihr Skript, zerknüllte es und warf es ihm wirklich zornentbrannt an den Kopf und ließ ihn rausschmeißen. Aber Gertsch blieb der Sache treu und wollte seiner Idee eine Form geben. Er malte von diesen Fotografien vier große Bilder und er lud Patti Smith zu sich ins Atelier ein. Die kam tatsächlich. Do I have to, can I get under the chair? Sure. Let me sit down. It's okay. Sie ließ sich hinreißen und hielt ein paar kurze Worte dort. Und er machte ein Foto. Und genau dieses Foto sehen wir jetzt hier als Malerei an der Wand in der Staatsgalerie.